Heidi ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Ark hier auf dem Cloud-Server. Und jo, was war gestern noch los bei mir? Ich kann es auch sagen, ich bin nochmal zurück zu den drei Alos. Ich wollte ja unbedingt den 103er Alo, hab dann die anderen zwei Alos weggerackt. Und es hat sich wirklich gut ergeben, das Ding stand in den Stein und war festgebackt. Meine Chance. 103er Alo, festgebackt, kann was, eh klar. Ich habe dann angefangen mit den Narkose-Schüssen drauf zu bolzen wie ein Bekloppter. Irgendwann ging meine Knarre in die Binsen, sprich, fertig. Dann dachte ich mir so, okay, oldschool, knalle mit den Fäusten nieder. Viel wird er nicht mehr brauchen. Ja, bin dann ran. Hab drauf geboxt, wie blöd, er war schon in dem Fluchtmodus, also er drehte sich nicht um zum Beißen oder was, er wollte einfach nur weg. Und dann habe ich ihn getötet. Mit den Fäusten. War nicht so cool. War etwas deprimiert. Bin dann von dannen gezogen und erfroren. Ja, war, es kam auch eine Frage, warum hast du keinen Schaden genommen? Dir war doch zu kalt. Klar war mir zu kalt, aber ich zeig's euch mal. Und zwar, wo ist er? Und zwar, seht ihr das? Da unten, Gesundheit 500. Ich nehme nicht so schnell Schaden. 500 ist geil. Okay, die heutigen Grüße. Geh mal ein fröhliches Heidi-Ho an Logoman Reisig. Ist mal was anderes. Okay, so. Und jetzt, Update ist draußen. Ihr habt doch eventuell, ein paar von euch, haben meine vorige Folge, das kleine Special zum Dylacoleo gesehen. Und ich finde das Vieh so geil. Und jetzt will ich mal einfach beinhart mit Argentavis eine Runde fliegen und schauen, ob ich so einen finde, ob wir irgendwo einen sehen, ob er uns von den Bäumen aus anspringt oder weiß. Hast du nicht gesehen? Wäre jetzt schon ziemlich blöd, wenn unser Argentavis draufgehen würde, aber wir bauten hier. Aber ich will das Teil gerne mal so in Natura sehen. Ach, das hat sich einer gebaut zum Zum. Wer hat denn das gebaut? Hallo? Da stand jetzt was. Shadows. Die Shadows. Und hier haben sie den Harzsammler. So heißt das Teil. Der Harzsammler. Will ich gerade mal schauen, ob wir so einen irgendwo live sehen. Ich. Das bin du. Ah, da unten ist schon einer. Nice. Und ich kann euch sagen, ich finde ihn klasse. Ich habe mich etwas verliebt in das Teil. Das Einzige, was ich nicht kann, mit dem Fernrohr irgendwas erkennen. Wo ist denn der? Warum? Oh. Was bist du für ein Level, mein Freund? Er ist der, der die Petri schlachtet. Das finde ich schön. Was bist du für ein Level? Level. Zeig dich, mein Freund. Zeig dich. Ah, ich hab's nicht gesehen. Oh. Level? Ach man, das ist doch so kacke, oder? Genau beim Flügel. Jetzt gilt's. Keine Chance. Ah. Ich hab zwar noch das Fernrohr drin, aber wegfliegen können wir. Verdammt, ich will das Level sehen. Ah, ich backe fest. Ja, viel Schaden macht er mir jetzt nicht. Denn ich habe ja auch den Argentavis ziemlich gut
gelevelt. Aber ich will einfach sehen, was der hat. Also wieder runter. Wo bist du, mein Freund? Ja gut, der legt sich jetzt mit den Scheißeschmeißern an. Dann ist sowieso Schicht im Schacht. Unten ist er. Alter. Hallo? Katze. Level 8. Ja gut. So einen braucht man einfach dann mal nicht, ne? Ich habe auch im Video erwähnt, wie lange es dauert, einen höher Leveligen zu zähmen. Das ist schon... Naja. Da geht einiges an Zeit drauf. Und ja, was gibt's noch Neues? Der Cloud hat heute Destroy All Wild Dinos gemacht. Sprich, alle Dinosaurier waren tot und alle Dinosaurier sind neu gespawnt. Weil sonst wären die Musikatzen und so weiter nicht hier. Aber ich will jetzt gern mir so einen Tylacoleo holen. Und den mit einem hohen Level. Den werde ich dann wohl auch mit dem Quetz greifen und in ein Zähmgehege schmeißen. Denn so habe ich einfach die beste Kontrolle, die beste Übersicht, was so passiert. Das wäre so mein Plan. Allerdings natürlich zuerst mal finden. Einen höher leveligen. Leveligen. Was liegt denn da, Blutiges? Wer ist denn da am Kämpfen oder was? Hm? Wow. Alter, ist der tot? Ja, der sieht ziemlich tot aus. Ist natürlich nicht so geil, ne? Ja, wir müssen endlich mal die Wand ziehen. Ich habe auch ein Geschenk von den Jungs bekommen. Ach du. Oh, wie schlecht. Nee. Schieß da. Scheiße. Ja, er verschwindet in 3 Minuten. Den Sattel nehmen wir jetzt einfach mal raus. Und ich weiß jetzt leider nicht, wem der gehört. Wo ist er denn, der Sattel? Hä? Ja, muss man nicht verstehen. Passt ja auch so. Ich schmeiße den Sattel in die Mittelbase. Also wer vom Trike... Argentavis, das ist ja nicht mal meiner. Geh du da hierher. Wo ist mein... Wo habe ich denn geparkt? Hä? Waren wir mit denen unterwegs? Ich frage mich gerade, wo mein... Ich war mit denen unterwegs, aber warum steht der bei mir oben? Warum steht der bei mir und warum ist nicht mein Marcel Davis hier? Oder hat es den Namen von Marcel Davis gelöscht? Aber das sah doch etwas anders aus. Stefan R. Jo, mysteriös. Mysteriös. Aber, okay, wir haben ein Spino hier. Bin gerade etwas verwundert. Vielleicht haben die Jungs meinem Argentavis gebraucht und der ist irgendwie ums Leben gekommen. Oder er wurde einfach auf dem Baum umgefressen. Könnte auch sein. Ich packe den jetzt mal in die Mitte runter, weil hier ist irgendwie gefährlich. In der Mitte sind doch etwas mehr Dinos. Warum? Ne, da unten steht der Marceldavis. Was? Ja. Muss ich nicht verstehen. Oh fuck, es gibt für das kleine Teil einen Sattel. Was bist denn du für einer? Das ist Zementi. Ah, ein Frosch. Oh, geil. Wir haben einen Frosch. Nice. Hey, Jungs. Das ist echt cool. Wie gesagt, ich schmeiß den Sattel hier rein. Und tschüss und ab. Und hier haben wir meinen Marcel Davis. Marcel Davis, was machst du für Sachen? Genau, ich habe ja 118 Level. Hey. Bitte darum. Und hier haben wir auch schon so einen Tylacoleo Level 64. Wie geil, oder?
Die Jungs sind so der Hammer. Das Teil kommt raus und bam, haben sie. Passt, läuft. Wir gehen wieder auf Geschwindigkeit. Ist ja egal. Aber die haben wir schon. Also wir haben einen. Aber das reicht nicht. Ich will meine persönliche Schmusekatze. Und die muss ein richtig krasses Level haben. Also, wir fliegen noch eine Runde. Was wollte ich eigentlich zeigen? Irgendwas wollte ich zeigen. Oh Hirn, du spielst mir üble Streiche. Je später die Stunde, desto blöder der Mund. Okay, ja, ich hab Geschenk von, oha, Lag. Hier gibt's auch Schafe, ne? Zur Info. Ich habe ein Geschenk von den Jungs bekommen, und zwar Steinwände und Steinwände mit Fenster. Sie wollen mir wohl anscheinend zeigen, hey, bau mal weiter. Ich muss die Mittelbase weiterbauen und ich muss auch meine Base weiterbauen. Aber es sind einfach so viele neue Sachen. Wie soll man denn da bauen, wenn so viele neue Sachen sind? Da geht ja gar nicht. Ich kann da nicht bauen. Okay, hier glaube ich, wird die Zone der Thylakoleos ziemlich vorbei sein. Schätze ich mal. Aber finde ich geil, dass sie so schon so einen Ho-Leveling haben. 64 ist mal nicht schlecht. Wow. Die bekommen mal ordentlich Dresche. Finde ich gut. Ihr Ersche. Soll ich es nochmal riskieren und... Hä? Was? 12? Ich hasse das Fernglas. Ich hasse es einfach so hart. ...44, das Stärkste. Oh, das ist aber schon krass, ne? Quatsch. So ein Quatsch. Okay, wir fliegen weiter. Ich weiß, geflogen bin ich doch die letzte Folge schon so viel. Aber... Hey, wir haben einen Rex in unserer Mitte. Oh. Sicher wieder so ein Furzrex. Ja. Level 36. Bringt mal nichts. Ah, Leute. Ist schön, wenn zu Hause nicht so die übelsten Geräte rumlaufen, aber... Naja, ihr wisst schon. Zum Raufleveln sind die Kleinen natürlich ziemlich lasch. Muss man so sagen. Okay. So, ich glaube, ich fange jetzt dann auch bald mit so einer Reihe an. 5 Dinge, die ihr über Ark nicht wusstet. Weil es kommen immer so viele Fragen. Und es sind oft immer die gleichen. Wer bin du? Ein Känguru. Noch ein Rex? Nicht hinter Baum, nicht hinter Baum. Was bist du? Ein Rex mit Level 32. Ach, leck mich doch am Arsch. Das ist so ein Unsympath. Da unten steht auch so ein Unsympath. Aber die verfolgen dich aber auch übelst lange. Die Unsympath. Was sagen meine Energie? Okay. Ausdauer mal ein Auge behalten, würde nicht schaden. Ah, die komischen Finger da, die mit den langen Fingern, die sind übelst lange sauer auf dich. Verfolgen dich ohne Ende. So, Thylakoleo. Wo bist du? Ich habe jetzt einfach mal einen gesehen. Ne? Ah, da vorne ist noch einer. Das wäre jetzt natürlich... Oh, das sind zwei. Nee. Zack. Nee, warte. Oh. Drück L2, wenn du L1 willst. Was? 28? Na? Na? Wo ist er? Da ist er. Genau hinterm Stein. Schnell, 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 schnell.
Gut, bis ich ihn gefunden hätte, wäre es sowieso zu spät gewesen. Da ist er wieder. Du bist ja gar keiner, du bist ja ein Scheißeschmeißer, oder? Nee. Entschuldigung, Tylakoleo. Ich habe dich verwechselt. Aber. Ah, hier ist er. Er wird jetzt eh gleich zu uns kommen, schätze ich mal, oder? No! Mein Controller ist leer! Verdammt! Wie krass war das jetzt? Kannst du mal da unten rauskommen? Ich will dich gerne mal levelmäßig anschauen. Du musst doch da irgendwo sein, oder? Ich weiß, ich sitze da eigentlich voll beschissen, ne? Das Tier streift da um uns rum und er wird wohl dann Stein raufkommen, ich meine. Der Typ kommt auf Bäume. Aber anscheinend. Stein? Ist er zu blöd? Aber wo ist er jetzt? Ich will. Ah! Bin neugierig, ich will das Level sehen. Ja. Ist bis jetzt der höchste, den wir gesehen haben. Da finde ich jetzt noch nicht so ganz ein Burner. Aber mal schauen, was noch so auf uns zukommt. Also, ich bin jetzt da mal ganz offen. Werde ich zwar jetzt nicht in der Folge. Oh, zähmt ihr so ein. Ja. Ihr wisst doch, das mit dem Viecher zähmen. Was macht man? Man macht ihn bewusstlos. Im Anschluss schneidet man das ganze Ding raus und dann seht ihr, wie er da steht. Weiß nicht, ob das wirklich so Sinn und Zweck ist. Da ja, ihr mögt gerne die Action und so weiter, wenn man dann mit so einem Ding kämpft und bis man ihn gezähmt hat. Das gefällt euch natürlich. Ja, kann man machen, ne? Nein, mach mal langsam, mach mal langsam, mach mal langsam, mein Freund. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. 12. Was sagt der T-Rex? Der war doch auch irgendwo da vorne. Finde den T-Rex. So klein wäre er doch nicht gewesen. Ich hasse dieses Fernrohr. Ich hasse es, ich hasse es. Da ist er. Oh, Level 8. Ja, zum. Mich töten tut's leicht. Ich weiß, wenn sie mich jetzt wieder vom Server kriegt, ist eh wieder Schicht im Schacht. Ja, 36 geht. Bedeutet, ich muss mir jetzt noch Narkose-Munition machen. Und dann mal auf die Brüsch gehen. Und genug Munition mitnehmen, denn jetzt sind wieder viele Ärsche in the Ghetto. Kann man so sagen. Bis jetzt ist mir noch nichts angesprungen. Oder ich bin mit Agandavis etwas zu schnell für den Anspringeffekt. Wer weiß. Habe ich noch nie erlebt. Das Vieh ist ja ganz neu. Ja. Ah, kacke Karno. Also die Karnos, die gehen mir echt auf den Hammer. Ach nee, das ist ja so ein Body Rocks, oder wie der heißt. Body Rocks. Ja. Auf jeden Fall. Ich rüste mich mal neu aus, denn ich habe ja mein Zeug verloren. Leider Gottes musste es weichen meinem kalten Grab. Oh, Leute. Das wäre schon schön, wenn man das Zeug bei sich behalten könnte. Aber es war haufenweise eine große Munition. Es war eine Rüstung und eine richtig gute Brustplatte, die ich vom Tribe-Mitglied geschenkt bekommen habe. Und der ist mir am meisten leid, weil das war, glaube ich, eine grüne oder gar eine blaue oder keine Ahnung. Jedenfalls schon geil. Was macht denn ihr jetzt hier unten? Wie geht's noch? Geht wieder rauf auf den Berg. Ihr Vögel.
Da hinten landet was. Ja, komm. Komm rauf. Kommen. Krieg mal etwas langsamer. Hallo? Da ist auch wieder so einer. Jetzt nicht mehr. Das war's mit ihm. Der hätte sicher wieder ein gutes Level gehabt. Was geht ab? Komm, mach sie alle drei platt. Das wäre jetzt der Hammer. Das wäre jetzt der Hammer. Hau ab und drauf auf den Baum. Oh, ich habe eine Party-Einladung erhalten. Ach nö, er ist tot. Ja. Wie gesagt, ich fliege jetzt zurück zur Base. Ich starte nämlich neu aus und dann... Da oben ist einer. Die natürliche Auslese auf dem Baum. Den schauen wir uns an. 20er. Haben wir schon bessere gesehen. Da haben wir schon bessere gesehen. Gut, ich suche wieder mein Zuhause. Ich suche das eigentlich ständig. Wobei, ich muss nur außen auf den roten Obelisken schauen und da ist es dann genau gegenüber. Da ist der grüne. Da ist der rote. Und da fliege ich jetzt hin, weil da... Also für euch hier ist der... Ist die Base. Oh, ich kann heute wirklich nicht versprechen. Ja. Kann kommen. Auf jeden Fall wieder eine Rumfliegerfolge. Aber ihr wisst, was ich vorhabe. Ihr wisst, wie es mir letzte Folge noch ergangen ist. Also nach der Folge. Und ihr wisst, dass ich ab und zu einen Vogel habe. So viel zu diesem Thema. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Sari. Ciao, ciao.